So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Runde Paladins und zwar zum neuen Event Rise of Furia. Wer noch nicht den Trailer dazu gesehen hat, der kann ihn sich gern angucken, dürfte relativ schnell zu finden sein. Das ist das neue Event in Paladins. Es gibt in Paladins regelmäßig Events und ich habe mir so ein Event noch nie jetzt speziell angeguckt, deswegen wollte ich mit euch zusammen mal angucken, was so ein Event denn ja für so einen Durchschnittsnutzer wie mich heißt. Aha. Wir kriegen schon mal die Aufforderung oder die Möglichkeit, alle Bundles für 1200 Kristalle zu kaufen. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, mit normalem Spielen 1200 Kristalle zusammenzusammeln ist fast unmöglich. Also hier geht es definitiv um Kaufen, weil die einzige Möglichkeit, zumindest für mich jetzt regelmäßige Mengen Kristalle zu kommen, ist einfach sich regelmäßig einzuloggen. Und da kommt man, glaube ich, auf pro Woche 45 Kristalle. Und da machen wir kurz 1200 durch 45. Ich kann es jetzt im Kopf nicht machen, aber ihr könnt es durch 50 machen. Was sind das? 100? Das heißt, es wären 12, 24. Ja, das sind wir über 24 Wochen und das nur für einen Kram von einem Event. 24 Wochen ist ein bisschen viel. Was wären das? Das wären 6 Monate. Ein halbes Jahr. Das dann regelmäßig ein halbes Jahr zu machen, nur für das und sich dann keinen anderen Kram zu kaufen. Ja, da lohnt sich der Battle Pass eher schon. Also, this won't be the last you'll see of me. I cannot be killed. Sniping coward. Okay, also das ist dann wohl das Voice Pack, wie es aussieht. Was ist das? Ach, das habe ich die nicht schon gesehen. Ich glaube, das ist ein Skin für die Meave. Wenn ich mich nicht irre, wenn da nicht sogar noch mehr Kram drin ist. Aha. Was ist der? Das sieht aus wie Helden sterben nicht. Okay, und rennen sie den Hintergrund durch den Ring? Ah, doch, tatsächlich, sie rendern ihn. Okay, das ist der Lex, wie es auch. Entweder Androxus oder Lex. Eher Androxus wahrscheinlich. Okay, ist jetzt nicht so spannend. Ja. Okay, ein paar Skins, ein paar Voice Packs, also eigentlich so das Übliche. Ich würde es ja eigentlich auch noch für die Voice Packs machen. Was sie noch zusätzlich eingeführt haben, sind diese komischen Kristalle da. Auch hier oben zu sehen. Ich habe keine Ahnung, wie man die kriegt, aber wahrscheinlich kriegt man die durch Spielen des Events. Also hier Acquire Abyssal Shards. Keine Ahnung, aber ich wollte und mir natürlich nicht nur das hier angucken. Relive the day Ceres was destroyed. When thousands of souls were cast into the abyss, we have been trapped in the vile wreckers of the ancient hell. But there is still hope, race against the doom. Bleh. Okay, ziemlich generisch, muss ich sagen. Gameplay. Ich habe keine Ahnung, wie sich das spielt, was die Regeln sind oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn ich jetzt vollkommen abnobe, dann ist das halt so. Und natürlich müssen wir auf eine Runde warten. Mal gucken, wer überhaupt das Event spielt. Wir haben eigentlich eine gute Chance, das jetzt zu spielen ist, denn wir haben Freitagabend. Das müsste in den USA, glaube ich, so mittags sein. Also besser gesagt, wir haben 0 Uhr am Freitag. Das müsste in den USA, ja, müsste so gegen Mittag sein. Und da haben wir auch schon was. Ja, okay. Mhm. Ja. Ja, aha. Ich habe den jetzt einfach zugewiesen bekommen. Also ich habe jetzt nichts gemacht, um den
Also was ich mir wirklich wünschen würde, was es auch bei anderen Spielen gibt, dass man hier zumindest seinen Charakter drehen kann, so mit Mausklick und so. Okay, sind die Enemies, kennen wir die nicht mit Namen oder sehen wir die jetzt erst im Screen? Okay, die sehen wir erst im Screen. Akhnatote, okay, das ist ein interessanter Lex-Skin. And so it begins. You dare enter the abyss? Bitte was? Okay, ich habe keinen Einfluss darauf. Ist das ein Jump'n'Run? Willst du mich verarschen? Darauf war ich jetzt null vorbereitet. Oh nö! Was ein Scheiß. Um was geht's hier? Das erste Team, das irgendwie. Wow, da springt man immer ein bisschen weit. Das erste Team, das oben ankommt, oder was? The Abyss Rises. Okay. Wow. Okay, die Plattformen bewegen sich. Wow. Okay, da ist mit Blink ist er natürlich gut dabei. Also die hätte sich jetzt auch da hochblinken können. Wow, 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 wow. Was? Nein! Wow! Gibt's hier so ein Ding? Was? Bitte was? Zack. 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 Ja, aber warum schießt mich das einfach wieder zurück? Es ist einfach bloß als Joke oder was? Okay, man kann nicht einfach so laufen. Was? Wow. Nein. Was ist da los? Nein. Aber für was kriege ich hier Punkte? Ach, die fährt da außen rum. Muss ich da jetzt echt dann? Über die Ketten, also auch über die zweite Kette hier? Fuck. Bis jetzt habe ich noch keine einzige geschafft. Ich habe keine Ahnung, was die Dinge sind. Enemy double kill.
Wow. Wow. Oh oh. Kämpft man hier jetzt am Schluss gegeneinander oder was? Ich habe sie damit ein bisschen getroffen. Könnte ich mir irgendwie Shit kaufen? Nee. Ah, nö. What? Ich raff noch nicht so viel von dem Spielmodus, muss ich sagen. Okay, erst Jump. Okay, jetzt kriegen wir hier eine Olle. Die bläst ihm den Kopf weg. Ja, Kriegsengel halt, ne? Defeat. Ja. War das jetzt die Story? Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt mit einem Champion gespielt, von dem ich gar keine Ahnung habe. Also, das war jetzt nicht besonders spannend und wenn das das Spannendste vom ganzen Spiel war, dann war das Spiel nicht so... Ja, also, dass ich jetzt dazu gezwungen wurde, mit Maldamba zu spielen. Ah, okay, dadurch sammelt man diese komischen Shards. Dafür kriege ich Chests. Gut, der andere, der war jetzt gut im Healing. Kann ich mich jetzt nicht wirklich rühmen, jetzt viel geheilt zu haben, aber jetzt den Maldamba zu bekommen, war echt schon unlucky, muss ich sagen. Okay, ich würde fast sagen, das ging ein bisschen schnell. Ach, so ein Blödsinn. Spielen wir nochmal Rise of Furia. Ich bin mir auch nicht sicher, was ich mit den Dingern mehr kaufen soll. Was es im Store für diese speziellen Crystals da gibt jetzt. Sehe ich hier irgendwas spannend? Ich kann hier nicht scrollen. Ernsthaft jetzt? Ich kann hier nicht scrollen. Kommt das jetzt wegen der Switch-Version oder was?
Waffen. Ist jetzt auch nicht, dass man sich irgendwas hier kaufen könnte. Kann man sich Chests mit dem Kram kaufen? Irgendwie auch nicht. Kann man jetzt bloß wie, also in dem Event vermutlich was kaufen, nehme ich mal an. Currency. Aha, also dieser Store hier. Muss er jetzt noch laden und das kann man sich dann für 100 von diesen Dingern da kaufen. Und für 1000 kann man sich die Olle kaufen. Das müsste Ceres sein. Ja, also ich muss jetzt sagen, der Skin ist gelungen. Abspielen oder so. Deathspray. Avatar. Ja, ist das jetzt das Einzige? Also ich meine, das sind, was sind das? Das sind 600, 1600 von dem Ding. Wir haben uns jetzt nicht so doll geschlagen und haben 26 von diesen Dingern bekommen. Okay, man, also nehmen wir mal an, ich brauche 5 Spiele. 4 Spiele. Was zur Hölle? Okay, 4 Spiele, das heißt 4 mal 6 Spiele sind 24 Spiele, damit ich den Kram hier bekomme. Okay. Spooky. Obtainable in the Rise of Furia Event. Epic Music Pack. Okay, das ist sicher ganz nett, aber. Gibt es hier auch ein. Okay, ich gehe mal kurz ins Optionsmenü und guck mal, dass ich die Musik wieder. Weil ab und zu ist die Musik ja ein bisschen laut, aber das hier geht jetzt eigentlich für mich. Weiß ich jetzt echt nicht, was ich davon halten soll. Also, das Event ist ja nice, das mit dem Jumping, aber ich hoffe, da ist auch ein bisschen Abwechslung. Und dass man jetzt nicht einfach bloß so anfängt und jetzt da. Okay, mit Lex habe ich jetzt nicht so schlechte Chancen. Den habe ich wenigstens ein bisschen gespielt. Also, ich weiß ungefähr, was er kann. Nein, ich will doch nichts in den Chat schreiben. K? K ist für Your Abilities. Ah, okay, der Chat muss zu sein. Auch interessant. Okay, normale Waffe ist gut. Pursuit ist Auto-Aim. Retribution ist halt dieses komische Retribution-Target-Gedöns, aber das bringt einem dem Mode, glaube ich, nicht weiter. Weil es nichts stackt oder so. Okay, ich kann es durch Wände sehen, wenn es in der Nähe ist, aber ansonsten ist Autofeuern und dieses Rutschen mit F dürfte wahrscheinlich das Beste sein, was ich so habe. Ja, dass die anderen. Was hat der andere? Ach, Schalin. Okay, und das muss ich mir jetzt jedes Mal angucken. Musik ist ganz unterhaltsam, aber. Okay, hierdurch kann ich zumindest ein bisschen Vorteil rausholen. Champions sind halt im Vorteil, die fliegen können oder so. War hier rechts oder links? Links. Da vorne ist. Okay, und wieder von vorne. Ah, okay. Also, springen kann man währenddessen nicht. Das heißt, ich darf das nicht in der Nähe von der Plattform machen. Also, da ist, wer die Eevee erwischt hat, ist da echt krass im Vorteil. Ist echt schon komisch, dass man sich das nicht raussuchen kann. Gut, jeder würde versuchen, Eevee zu nehmen und würde sich dann beschweren, dass. Wow.
Okay, das kriege ich noch halbwegs hin. Das ist halt wieder so ein Wartedingens, das gefällt mir halt gar nicht. Was? Ich bin nicht gesprungen. Mal voll die Verarsche. Wow. Nein, Kristalle. Ja, die haben sich jetzt dann halt auch lumpen lassen. Nein. Das ist echt schon nicht einfach. Wow. Okay. Das habe ich schon gemacht. Okay, diesmal habe ich es auf den ersten, beim ersten Mal geschafft. Es ist schön, dass man in der Luft anhalten kann. Okay, jetzt habe ich zum ersten Mal so ein Ding eingesackt. Okay, das war wohl das Letzte und dem muss man Damage machen. Okay, ich habe eine Ulti ready. Ja. Respawning. Aua. What? War der bei uns? Okay, zumindest ein bisschen was kill ich jetzt so weg. Ups. Ja, ich werde immer so still beim Kämpfen. Ich glaube, da haben jetzt gerade irgendwie alles ihre Ultis gezündet. Unsichtbar werden. Okay, die Olle, die ist nervig. Kein Bock. Ich müsste auch mal treffen, ne? Ich bin hinter dir.
Aua. Aua. Ich bin tot. No one. Blop. Sometimes we get lost in the darkness. Okay. Ja, jetzt kommt die Olle wieder runter. Ja, ich bin die große Heldin, ich bin die Erlöserin, ich sehe süß aus und ich habe ein fettes Schwert und. Ich bin das Feuer. Geil. Defeat. Ist ein Titten. Elysium Kilal. Bäh. Krok. Okay. Die Waffe ist irgendwie nicht schlecht. Ich muss mir den vielleicht auch mal angucken. So nebenher. Bisschen Metal im Hintergrund. Ja, mit Ruhm bekleckert habe ich mich jetzt nicht. Aber beste Flanke, also. Also wir haben tatsächlich verloren, oder was? Aber die Frage ist, gegen was haben wir verloren? Hier waren alle über 20 und hier war nur ich. Über 30. Das heißt, wir haben insgesamt verloren, weil... Haben wir dieselbe Auswahl wie die Gegner, okay. Um es gleich zu machen, haben wir dieselben Helden wie die Gegner. Und dadurch kriege ich eine Chest. Okay, ich weiß jetzt aber nicht. Ich glaube, die Dinger sind nicht Daily. Das ist eine Daily Quest und das ist ein Special Quest. Das heißt, ich muss nur noch zwei Spiele spielen, um eine Gold Chest zu bekommen. 6 für eine Diamant Chest. Okay, bin ich einverstanden mit, aber dass das Event jetzt jedes Mal so abläuft. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, aber ansonsten ist so mäßig. Ja, und wenn, dann würde ich halt auch bloß... ja, das kostet halt Kristalle. Das heißt, den Shit würde ich sowieso nicht bekommen. Weil ich gebe keine Kristalle dafür aus. Oder? Nee, das ist was anderes als das hier. Okay, die sind verschlossen. Verschlossen heißt Purchase all three event bundles to unlock the Abyssal Lord Bundle. Okay, aber wie purchase ich das? Nee, doch tatsächlich jedes einzelne mit 400 von diesen Dingern. Und falls ich mich richtig erinnere, gibt es keine Möglichkeit... Waren das da? Ne, es gab doch diese täglichen Login-Events. Waren die unter Battle Pass? Ne, auch nicht. Also einmal gibt es über den Battle Pass diese Crystals. Hier kriegt man Level 37, kriegt man, aber man kriegt halt 30. Das macht halt überhaupt nichts. Also aus. Ne, Activity Center, Profile... Ja. Nee, ansonsten gibt es keine Möglichkeit, an Kristalle zu kommen. Ja, das war mal so das Event. Ich guck mal, ob ich es in nächster Zeit wieder spiele oder sonst irgendwas. Aber momentan ist mein Interesse daran relativ gemäßigt.
Ich würde mich jetzt halt eh bloß gucken, dass ich mir eins von diesen, vielleicht das Musikpack hole. Den Fuzzi dazu, den, ja. Das Spooky ist noch ganz lustig. Und die, und das Breakdance, ja. Breakdance Makoa ist noch, ist unterhaltsam, aber ich würde mir eher schon die Olle hier holen. Also das ist wirklich ein nicer Skin. Aber dazu 1000 Crystals hinzublättern. Moment, habe ich das schon durchgerechnet? Was waren das? Wir können mit 25 pro Event rechnen. Das heißt, 4 brauchen wir bis 100, bis 1000 brauchen wir 40. 40 Spiele. Frage ist, wie lange geht das Event noch? Steht es irgendwo da? Ich weiß es nicht, aber vermutlich geht es noch lange genug. Gut, 40 Spiele kriegt man hin. War halt auch wieder ein ordentlicher Grind, ne? Da muss man echt mal gucken, wie lange das Rumgehüpfe da lustig bleibt. Und ja, wie man da weit kommt und sonst irgendwas. Aber ansonsten heute danke ich mich mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein!